Herzlich willkommen zu einem neuen Stadtgespräch Böbling. Wir sind einmal mehr zu Gast auf dem Flugfeld Böbling-Sindelfinger, genauer in der Motorworld. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Daniel Tepper. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die nette Einladung. Ja, Herr Tepper, Sie haben einen Beruf, wo ich mal behaupte, dass mehr als die Hälfte der Menschen nicht genau sagen können, was Sie eigentlich machen. Sie sind Bezirkskantor Böblingen in Böblingen oder für Böblingen. Was ist bitte ein Bezirkskantor? Also ich bin erstmal Kantor in Sindelfingen an der Martinskirche und zusätzlich noch für den Bezirk Böblingen zuständig. Also das ist quasi eine Doppelanstellung, könnte man sagen. Zwei verschiedene Träger. Einmal bin ich eben angestellt beim Kirchenbezirk Böblingen. Da hängt der Dekan mit dem Dekanatamt dran und dann eben die Martinskirche Sindelfingen, wo ich tagtäglich meinen Job ausübe. Was ist Ihr Job? Genau, an der Martinskirche Sindelfingen bin ich für das musikalische Menü zuständig, könnte man sagen. Also ich habe mehrere Ensembles, die ich beprobe die ganze Woche, von der Jugend bis zu den Seniorenchören. Es gibt ein Streichorchester, wir haben verschiedene Konzertprogramme übers Jahr verteilt, die ich organisiere und durchführe. Es gibt die Orgelreihe, die im Sommerhalbjahr läuft. Da spiele ich nicht alle 12 Konzerte selbst, aber ich organisiere natürlich und bin da eben auch bei manchen Konzerten selbst mit dabei. Wir haben manche Projekte in der Biennale und so weiter. Also ich bin im Kulturgeschehen Sindelfingens eingebunden mit eigenen Ensembles oder organisatorisch. Ich spiele natürlich Gottesdienste, das ist ja auch klar, und Kasualien. Also ich bin quasi für die Musik in Sindelfingen an der Martinskirche zuständig. Der Bezirksauftrag umfasst dann die Gemeinden im Landkreis-Kirchenbezirk Böblingen. Da geht es vor allem um die Ausbildung von nebenamtlichen Organisten und Chorleitern. Das heißt ganz explizit, ich unterrichte Dirigat und Gehörbildung, Musiktheorie, damit die auch ihre verschiedenen Prüfungen machen können, die sie die einen weiterentwickeln dann in der nebenberuflichen Laufbahn. Mein Kollege Eckhard Böhm in Böblingen an der Stadtkirche, der hat die Orgelabteilung, ist also auch zu gewissen Prozenten im Bezirk Böblingen als Bezirkskantor tätig. Das heißt, das geht weit über das, was man vermuten könnte, hinaus, dass Sie der Organist an der Martinskirche sind. Werde ich oft gefragt, was macht ein Musiker oder ein Kirchenmusiker eigentlich den ganzen Tag? Der spielt ja nur Orgel. Also das ist quasi die Spitze des Eisbergs, die man sieht, wenn man sonntags in Gottesdienst geht. Aber die ganze Organisation und ein ganzes Jahr planen mit Konzerten und so weiter. Es sind noch viele andere Geschichten, die reinspielen, Drittmittelakquise und so weiter. Das wird immer wichtiger in der Kultur. Das sind so die Themen, die mich eigentlich tagtäglich beschäftigen. Was, außer Orgel, was spielen Sie sonst noch? Sie sind Musiker. Mhm. Was haben Sie gelernt? Welche Instrumente können Sie? Also im Kirchenmusikstudium ist natürlich Orgel Hauptfach. Das wird nochmal getrennt in Orgel-Literaturspiel. Also das heißt, man spielt Kompositionen, konzertant, so wie man es kennt. Das zweite Feld ist Orgelimprovisation. Das ist auch ganz wichtig, weil man natürlich im Gottesdienst gefordert ist über Choräle und alles Mögliche. Manche machen das sogar über Stummfilme und so weiter. Also da gibt es verschiedene Konzertformate auch. Also Orgelimprovisation ist eigentlich genauso wichtig, fast noch wichtiger in der Praxis, weil man erfahrungsgemäß nicht jeden Tag zum Üben kommt. Und dann ist gut, wenn man da einfach ein bisschen aus dem Repertoire schöpfen kann. Und Klavier war natürlich auch Hauptfach. Das ist logisch. Wir sind viel am Begleiten, auch in den Chorproben sollte man natürlich Partitur spielen und so beherrschen, das ist logisch. Ich habe im Studium noch mit Posaune angefangen, das war einfach ein Angebot. Dann von der Hochschule in Tübingen habe ich studiert. Da gab es eben einen Posaunendozenten und da habe ich gedacht, die Chance ergreife ich. Wie üben Sie? Sie müssen ja in die Kirche, wenn Sie in der Orgel spielen wollen. Andere machen das ja daheim. Sie müssen immer... Ja, also ich habe zu Hause natürlich die Möglichkeit, Klavier oder Flügel zu üben. Aber wenn es an die Orgel geht, genau, dann bin ich dann in der Martinskirche. Aber es gibt schlechtere Arbeitsplätze, würde ich sagen. Also die Kirche ist so schön, die Atmosphäre. Und im Winter ist es ein bisschen unangenehm. Das ist ein bisschen zugig, glaube ich. Ja, das stimmt. Was fasziniert Sie an Kirchenmusik? Warum haben Sie das zu Ihrem Beruf gemacht? Ja, die Abwechslung ist, glaube ich, der Schlüssel. Also man hat eben den kantoralen Bereich mit den Chören und eben durch die ganzen Generationen von Kindern bis Erwachsenen. Dann hat man eben den Orgelbereich, wo man für sich selbstständig ist, kann selber sich weiterentwickeln, Stücke spielen und üben, die man schon immer mal können wollte oder erarbeiten wollte. Also man hat Bereiche, da ist man ganz für sich alleine. Man hat Bereiche, da ist man laufend von Leuten umgeben, was dann auch manchmal zu viel wird, ist klar. Dann hat man Organisationen, das kann auch befriedigend sein, wenn es in die richtige Richtung geht. Und man ist zeitgleich auch noch Manager quasi von dem ganzen Laden. Man kann eigene Projekte sich ausdenken und umsetzen.
sehr vielfältig. Und ich glaube, es gibt immer wieder Phasen auch im Berufsleben, da sagt man, ja, ich brauche jetzt mal Abstand von Menschen, ich fokussiere mich mal ein bisschen aufs Orgelüben. Und also das ist natürlich toll, dass ich das selber bestimmen kann. Reizt Sie es nicht manchmal oder machen Sie es vielleicht sogar auch, dass Sie in der Probe dann halt mal ein Stück von Stones auf der Orgel spielen? Ja, also ich meine, manchmal wird auch durch Kasualien wird es oft gewünscht, also bei Hochzeiten oder so, kommen immer mehr Wünsche, könnte man mal Metallica hören und so weiter, also gab's schon, das kann Witz. Das können Sie alles? Naja, da muss man sich dann halt hinsetzen und überlegen, wie kann ich das so darstellen, dass erkennbar ist. Manches bietet sich an, kennt man auch aus der Filmmusik, wenn Orgeln mitbenutzt werden, anderes ist dann ein bisschen weit hergeholt. Das finde ich aber spannend, Metallica auf einer Kirchenorgel. Ja, Nothing Else Matters, das geht ganz gut zum Beispiel. Wunderbar, vielen Dank bis hierher, Daniel Tepper, meine Damen und Herren. Nach einer ganz kurzen Pause geht unser Stadtgespräch weiter, bleiben Sie dran. Regio TV. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen. Heute mit dem Bezirkskantor Daniel Tepper. Er ist gleichzeitig auch Kantor an der Martinskirche in Sindelfingen. Wir haben jetzt gehört, dass Sie von Kirchenchorälen aus dem Mittelalter im Prinzip bis zum Metallica alles irgendwie mal an der Kirchenorgel spielen. Sie sind angestellt bei der Kirche oder von der Kirche. Ist das richtig? Ja, genau. Macht es Ihnen da nicht Sorge, die Entwicklung, dass über viele Kirchenaustritte immer weniger Menschen kommen, dass Ihr Publikum auch sonntags, vermuten auch in Sindelfingen, immer kleiner wird? Ist das nicht eine erschreckende Entwicklung für Sie? Ich glaube, die Bedürfnisse verschieben sich in der Gesellschaft. Ich erlebe das jetzt im Musikbereich, das ist eine besondere Sparte der Kirchengemeinde und des Gemeindelebens, erlebe ich eher das Gegenteil. Wir haben gerade durch Corona, gab es natürlich Einschränkungen, klar, wir konnten nicht weiterarbeiten wie bisher, haben dann Formate gefunden, wo das ging und haben unser Chorleben aufrechterhalten und manche haben sich dadurch neu orientiert. Also wir haben eher Zugänge gehabt in der Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit von Sängern, die in der Region leben, aber immer sonst wohin gefahren sind, weil sie da halt Freunde hatten in den verschiedenen Chören und jetzt gesagt haben, nee, das macht eigentlich gar keinen Sinn, wir suchen uns eine neue Chorheimat. Und das war echt erstaunlich zu sehen, dass sich Leute wieder neu ausrichten, fokussieren und sagen, naja, vor Ort gibt es ja auch gute Angebote. Also ich habe das Gefühl, das Interesse am Singen, am Musizieren gemeinsam, ja, auch wieder nach dieser Zeit, wo man für sich alleine sein musste, jetzt wieder in Gesellschaft irgendwas zu tun, ist groß, vielleicht größer denn je, das kann sein. Der Sonntagsgottesdienst ist die Spitze des Eisbergs natürlich. Also da würde ich jetzt auch nicht dran messen, wie erfolgreich ist jetzt das kirchliche Leben in Sindelfingen oder in Böblingen. Das ist ein Format, das betrifft gewisse Generationen oder vielleicht auch Sozialisationen, je nachdem, wie man aufgewachsen ist. Aber was unter der Woche läuft, das haben wir schon angesprochen, das kriegt man so außen gar nicht mit, was eigentlich an Proben und Veranstaltungen die Woche über in der Kirchengemeinde läuft. Das ist das Hauptgeschäft. Und Wenn Sie mit dem Chor auftreten, wie lange müssen Sie dafür üben, bis Sie den so weit haben, dass er vor Publikum kann? Das kommt immer ein bisschen auf das Werk drauf an oder auf das Projekt. Manchmal gibt es natürlich Stücke, die sind sehr schwer. Und wir haben vor kurzem jetzt zu Weihnachten ein schwedisches Weihnachtsoratorium aufgeführt. Das ging 50 Minuten lang komplett auf Schwedisch. Das ist natürlich eine Hürde, da mussten die Leute Schwedisch lernen. Das macht man jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen, das ist klar. Da haben wir schon Zeit eingeplant mit Probenwochenenden und so. Aber jetzt sind wir gerade eben an deutscher Literatur dran. Da ist zumindest die Textbarriere deutlich niedriger. Da kann man sich eher um Gestaltung und Töne konzentrieren. Also pro Projekt kann man schon sagen, so ein Vierteljahr würde ich mal einplanen, da sind ja Schulferien dann noch mit dabei. So 3 bis 4 große Projekte kriege ich eigentlich mit dem Oratorienchor Capella Nuova kriege ich das eigentlich im Jahr hin. Gibt es dann auch sowas wie Projektchöre, weil das bieten ja viele, sage ich mal, weltliche Chororganisationen mittlerweile an, weil sich die Leute nicht mehr so lange binden wollen oder nicht das ganze Jahr über bereitstehen wollen? Genau, also das haben wir auch und das ist auch eine Entwicklung, die man beobachten kann, dass Leute jetzt eine regelmäßige Probe pro Woche sich nicht mehr leisten können zeitlich. Also es gibt im Example, heißt es ist ein kleines Pop-Gospel-Ensemble, das tritt 2 bis 3 Mal im Jahr auf. Da gibt es dann 3, 4 Proben davor und dann singen wir in einem Gottesdienst oder bei Konfirmationen zum Beispiel, wo ein bisschen beschwingtere Musik stattfinden soll, sind die beteiligt. Ich habe 2017 habe ich ein Vokalensemble gegründet, das Sindelfinger Vokalkabinett. Das sind ehemalige Studienkollegen von mir. Wir sind also auf eher semiprofessionellem bis professionellem Niveau angesiedelt. Die treffen sich auch projektweise. Also da gibt es ein Probenwochenende, 2 Wochen später dann Konzerte.
das geht auch gar nicht anders, weil die nicht in Sindelfingen wohnen, die kommen aus quasi ganz Deutschland inzwischen. Im Moment sind Sie wahrscheinlich schon voll und ganz in Proben, weil Anfang März, nämlich genauer gesagt am 9. und 10. wird die Markus-Passion aufgeführt in der Martinskirche. Genau. Probe läuft? Oder? Gerade gestern und vorgestern hatten wir Probenwochenenden, also jetzt sind die Ohrwürmer schon platziert. Genau, wir sind mittendrin und da Ostern diesmal so früh ist, ist auch der Konzerttermin so früh. Anfang März, das ist natürlich von Januar bis März, ist fast keine Zeit, was zu erarbeiten. Das ist ambitioniert. Ja, aber Sie kriegen es hin. Ich gehe von aus, doch. Nein, das ist Bachsche Musik, also da ist man dann doch so ein bisschen zu Hause. Der Chor fühlt sich wohl, natürlich gibt es da schwierige Stellen, aber insgesamt nach auch diesem schwedischen Ausflug jetzt im Winter freut man sich dann doch wieder so ein bisschen auch mit der Sprache vertraut zu sein. Wenn jetzt jemand das Stadtgespräch sieht und sagt, oh Mensch, da hätte ich auch Lust, ich habe früher auch schon gesungen und so, wo meldet er sich? Bei mir am besten. Also wir haben eine Webseite martinskantorat.de, kann man sich ganz leicht merken. Martinskantorat für das Kantorat an der Martinskirche eben. Da sind alle Ensembles aufgelistet, die Probenzeiten. Man kann mit mir Kontakt aufnehmen. Es geht auch über das Pfarramt. Jens Junginger ist da der Ansprechpartner. Der leitet es dann an mich weiter. Einfach vorbeischauen. Meistens mache ich so, die Leute dürfen in die Probe kommen, kriegen den Chor und die Probenarbeit mit. Und danach setzt man sich zusammen und guckt, ist das was für die Zukunft oder nicht. Oder man guckt einfach, wann trifft sich der Chor und man geht mal hin. Genau, also vorher kurz Bescheid sagen ist natürlich gut, dass genau. Ich weiß, wer dieses neue Gesicht ist, aber genau. Wunderbar, vielen Dank Daniel Tepper, meine Damen und Herren, das war unser Stadtgespräch Böblingen für heute. Und wie gesagt, wenn Sie Lust haben zu singen und vielleicht auch in einem Kirchenchor zu singen, der nicht nur schwere Liturgie bringt, schauen Sie einfach mal vorbei in der Martinskirche Sindelfingen. Bis dahin.